ein in der Messtechnik entscheidender Effekt ist das Rauschen. Und um genau das soll es hier in diesem Video gehen. Nun, was Rauschen ist, werde ich physikalisch, weiß wahrscheinlich jeder, hat jeder schon mal gehört und vor dem Fernseher gesessen und die bunten Bilderchen gesehen, seit der Digitaltechnik nicht mehr ganz so viel, da sieht man schwarze Blöcke, früher sah man da so kleine Punkte über den Bildschirm huschen. Am Radio hat jeder schon mal Rauschen gehört, man steht am Wasserfall und es rauscht und das Meeresrauschen kennt eben auch jeder. Also die physikal oder die Darstellung von Rauschen ist, glaube ich, jedem bekannt. Was Rauschen jetzt in der insbesondere elektrischen Messtechnik bedeutet, ist noch ein etwas anderes Thema. Das werden wir hier beleuchten. Rauschen wird oft, natürlich auch zu Recht, als störend wahrgenommen und als etwas, was man nicht haben möchte. Da muss ich sagen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Rauschen ist große Klasse. Ohne Rauschen hätten wir, das wird man dann auch sehen, hätten wir keine Privacy, also hätten wir keine Geheimhaltung oder so, denn jedes Gespräch könnte unendlich verstärkt werden und könnte hörbar gemacht werden. Jeder Effekt könnte sichtbar gemacht werden, wenn es nicht Rauschen gäbe. Rauschen stellt insofern einen ganz wichtigen, ja auch philosophischen Aspekt dar, weil es nämlich verhindert, dass irgendwie willkürlich alles abgehört werden könnte beispielsweise. Zudem aus technischer Sicht eben auch ist Rauschen oder der Umgang mit Rauschen ja auch eine Möglichkeit, wie sich Ingenieure differenzieren können. Nicht der eine kann eben in der Kommunikations-Messtechnik besser mit Rauschen umgehen, kommt damit besser klar, erzielt bessere Mess- oder Kommunikationsergebnisse als jemand anders, der eben nicht so gut damit umgehen kann und bei dem das Ergebnis dann im wahrsten Sinne des Wortes hinterher verrauscht ist. So, gucken wir uns einfach mal an, was es denn irgendwie technisch bedeutet. Technisch und vor allen Dingen, hätte ich auch dazu schreiben können, elektrotechnisch. So, wir nehmen eine abgewandelte Form der Mutter aller Schaltkreise. Wir haben jetzt nur noch zwei Widerstände und die schalten wir jetzt so zusammen. Und die Haare sind auch gleich, die Widerstände, damit haben wir natürlich Leistungsanpassung. Gleich wegen Leistungsanpassung, R gleich wegen Leistungsanpassung. So, jetzt machen wir den einen hier, den machen wir mal warm. Im Skript ist ein schöneres Bild, das soll Feuer sein, nicht? Also der wird jetzt Wärme. So, was passiert? Da drinnen werden jetzt natürlich die Elektronen auf die Idee kommen. Ich male das mal so ein bisschen rausgezoomt hier hin. So, da haben wir jetzt hier ein Elektron und da ein Elektron und da eins und so. Und die sind ja frei beweglich und das wird sich in die Richtung bewegen und das dahin und jenes so und so weiter. Und was sie natürlich machen, wenn die sich bewegen, dann schubsen sie auch die anderen Elektronen weiter und letztlich führt das dazu, dass wir hier ein Feld haben. Elektrisches Feld. Und das kann man dann natürlich aufintegriert auch als Spannung wahrnehmen oder als Stromfluss. U. Und irgendwie hängt das dann eben auch mit dem Strom zusammen. So, und jetzt kann man ausrechnen, welche Leistung denn in dem anderen Widerstand empfangen wird, beziehungsweise von dem einen Widerstand abgegeben wird. Und die Rauschleistung, da auch da muss man jetzt wieder mit fundamental physikalischen Argumenten kommen, was ich nicht tue, ist N für Neues, deswegen N. Und das ist K mal T mal B. So, K ist die Boltzmann-Konstante. Mit 1,38 mal 10 hoch minus 23 Wattsekunden pro Kelvin. T ist natürlich die Temperatur. Ich nenne es mal die thermodynamische Temperatur. In Kelvin und B ist die Bandbreite
Hertz bzw. eben 1 durch Sekunde. Wenn Sie das alles zusammenbauen, kommen Sie natürlich darauf, dass die Rauschleistung dann wirklich eine Leistung ist, also wirklich Watt als Einheit hat. Jo. Man kann von relativ festen Werten hier an der Stelle ausgehen. Also das ist natürlich gegeben als Konstante sowieso hier. Das hier sind in der Regel unsere 290 oder 300 Kelvin bei Raumtemperatur. So, und die Bandbreite hier, das ist einfach unsere Messbandbreite. Man sieht ein paar Einflussfaktoren. Man sieht nämlich zum einen den Einflussfaktor, dass man an der Temperatur was machen kann. Also man könnte einfach die Temperatur reduzieren und würde damit die Rauschleistung reduzieren. Das tut man auch, aber es bringt natürlich nichts, nur die Heizung abzudrehen und dann irgendwie anstatt 290, 285 Kelvin zu haben, sondern muss man richtig kalt machen. Eventuell bis zum flüssigen Helium oder sowas runtergehen bei 4,2 Kelvin. Das hat dann einen Einfluss, wie man offensichtlich sieht. Und man kann natürlich die Bandbreite reduzieren. Über all diese Parameter werden wir auch noch sprechen. Jetzt muss man sagen, dass das hier nur eine Näherung ist. Näherung. Und die ist okay, wenn die Photonenenergie H mal F sehr viel kleiner als K mal T ist. Und H ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Ist an anderer Stelle schon mal angegeben worden. Und das ist eben der Fall für die normale Elektrotechnik, also für Frequenzen unterhalb, für Frequenzen unterhalb. Ich schreibe mal einfach 100 GHz hin, also einige 10, einige 100 GHz, je nachdem, was so die Ansprüche sind. Ist das erfüllt. So, also eben gerade nicht im optischen Bereich, da muss man etwas anders arbeiten, wenn man wirklich bei den optischen Frequenzen irgendwas machen will, aber in dem Frequenzbereich, in dem die allermeisten von uns unterwegs sind, also unter 100 GHz, ist das alles in Ordnung und da kann man das eben auch so machen. So, damit man hier mal so ein bisschen einen Begriff dafür kriegt, schreibe ich hier mal so ein paar Dinge hin. Für eine Bandbreite von B gleich einem Hertz ist eben n gleich 4 mal 10 hoch minus 21 Watt oder für Leute, die es in dBs mögen, ohne dass ich jetzt das dBm nochmal einführen würde, wären das minus 174 dBm. So, Sie müssten einfach nur die Herze dann für ein Megahertz eben dran multiplizieren und dann hätten wir eben hier die entsprechenden Aussagen. So, wir können natürlich, wenn wir das Widerstandsmodell hier noch weiter verwenden, auch darauf kommen, wie groß sind denn jetzt eigentlich diese Rausspannungen. Es macht aber natürlich keinen Sinn, diese Rausspannung als Zeitwert oder Momentanwert anzugeben, denn das sieht so aus. Also wir haben da, das ist eine gaussische Verteilung, das ist auch, was ich hier aufgetragen habe, nicht wirklich Rauschen, sondern das ist Random Data. Also tatsächlich wird da ein normal verteilter Zufallsprozess in Gang gesetzt und dann werden eben die Zahlen ausgewürfelt. Wir sehen, dass die allermeisten Sachen sich so, die allermeisten Schwankungen sich so um den Nullpunkt drumherum bewegen. Das ist die Standardabweichung, das haben wir ja schon kennengelernt. So, und dann gibt es ein paar Ausreißer nach hinten. Wenn Sie davon jetzt den Mittelwert nehmen, kommt 0 raus hoffentlich oder irgendwas nahe 0. Macht auch keinen Sinn. Was aber Sinn macht, ist natürlich von der Effektivspannung hier zu sprechen. Also letztlich hier das Ganze nach oben zu klappen über den Quadratierungsprozess, den man für die Leistung hat und dann im Prinzip eine äquivalente Spannung, eine leistungsäquivalente Spannung auszurechnen. Und das kann man über die Leistungsanpassung da oben auch ganz wunderbar machen. Und da kommt man eben auf den RMS-Wert. Der Rausspannung, also Effektivwert, root mean square war das, ne? Effektivwert der Rausspannung gerne angegeben in dieser Form, Wurzel des quadratischen Mittelwertes. Und das ist dann eben folgend aus der Betrachtung für die Anpassung 4 mal n mal r oder Wurzel aus
4 mal n mal r oder gleich Wurzel aus 4 k t b r. Die 4 kann man auch rausziehen, wenn man möchte. Muss man aber nicht unbedingt tun. So, auch da geht das natürlich ein. Dann aber über die Wurzel. So, wenn man sich diese Effekte jetzt einfach mal anschaut, was das dann ergeben würde, dann kann man sich diese Tabelle hier mal zurechtlegen. Ich habe hier mal auf die linke Seite so eine hemdsärmliche Bezeichnung da eingeführt, dann den entsprechenden Widerstand, die Temperatur, bei der die Messung stattfindet, die Bandbreite, mit der eine Messung stattfindet, oder die Kommunikationsbandbreite, wenn man an die Kommunikation denkt, und dann die Leistung in Watt und am Ende dann die Rauschspannung. So, wenn wir es kalt machen bei 50 Ohm, 50 Ohm ist ein Standardwiderstand in der Messtechnik, vor allen Dingen auch HF-Technik, und da macht man es eben sehr kalt, bei 70 Kelvin, das ist so dann flüssiger Stickstoff so in etwa, und arbeitet sehr schmalbandig, also hat für jeden Messpunkt, den man nimmt, ein Hertz Bandbreite, dann kriegt man eben hier eine Rauschleistung von 9,7 mal 10 nach minus 22 Watt raus oder eine Effektivspannung von 0,44 Nanovolt. So normal, also 50 Ohm und 300 Kelvin, ebenfalls schmalbandig, sind wir dann schon hier bei 0,9 Volt. So, Video hat einen etwas höheren Widerstand von 75 Ohm, sind wir bei 1,1, steigt also ein bisschen. Jetzt gucke ich mal an, was denn hier eigentlich die Bandbreite für einen Effekt hat, und das werde ich dann im Nachgang auch noch zeigen, was das für einen Effekt hat. Hier, also ich habe mal schmalbandig, mittel 1 MHz und 1 GHz angenommen. Das würde auch mit Messzeiten korrelieren. Messzeiten nämlich bei einem Kilohertz von einer Millisekunde beispielsweise pro Messpunkt, von einer Mikrosekunde bei einem Megahertz und einer Nanosekunde bei einem Gigahertz. Und dann kriegen Sie eben raus, dass hier dann doch erheblich um den Faktor 1000, weil die Bandbreite um den Faktor Million hochgegangen ist, der Effektivwert der Rauschspannung deutlich steigt. Und wenn wir jetzt nochmal hochohmig messen, also wir haben jetzt hier ein Widerstandssystem mit einem Innenwiderstand und einem Messwiderstand von einem Megaohm und dann eben auch bei einem Megahertz und so, dann kriegt man dann schon Rauschen raus von einem Millivolt hier, effektive Rauschspannung, oder eben von 0,13 Mikrovolt. So, die Frage ist jetzt noch zweierlei natürlich an der Stelle. Wie muss ich mir das Ersatzschaltbild von diesem Widerstand denn jetzt eigentlich nach vorstellen? Und das ist sehr einfach. Also wir haben einen rauschenden Widerstand. Und den könnte man natürlich erst einmal hier so bezeichnen. Das soll jetzt der Widerstand sein. R. Und was man dann tut, ist, dass man dem einfach eine Rauschspannungsquelle zuordnet. Die malt man oft so hin und die kriegt dann eben als Spannungspfeil oder als Wert hier seine, die, ich schreibe es oft ohne die Wurzel, dann wäre das 4KTB mal R. Oder die andere Geschmacksrichtung eben, wenn Sie das über den Leitwert machen wollen, hier so, könnte man hier G gleich 1 durch R hinschreiben, und dann hätten wir hier die Stromquelle. Die machen wir auch wieder, wie man das üblicherweise macht. Upsa, ich kann das auch schöner machen. So. Und dann wird die hier auch angeschlossen. Und dann hat die hier eine Quellenspannung. Ich gebe auch da den Widerstand an. Man muss dem eine Richtung zuordnen, wobei das natürlich wenig sinnvoll ist, dann wirklich eine Richtung zu haben. Und gleich 4 KT B durch R. Das ist die ganz normale Umwandlung von Spannungs- auf Stromquelle. So, schauen wir uns nochmal den Effekt der Bandbreite bei Effekt der Messbandbreite bei einer verrauschten Sinusspannung an. Es handelt sich hier um einen Sinus mit einer Frequenz von
F gleich 10 Hertz, das sieht man hier unten, deswegen male ich in das grüne Bild rein. Das sieht man hier unten am besten. Man kann hier natürlich mal da an der Stelle gucken, da sind zwei Perioden auf 200 Millisekunden. Das macht dann eben einen Sinus von 10 Hertz. Und der wird abgetastet, einmal hier mit einer Frequenz von F gleich 100 Kilohertz. Wir haben hier eine Spitzenspannung oder eine Amplitude von einem Mikrovolt. Das ist ein Messsystem mit dann 50 Ohm. So. Und nee, falsch, das ist kein Messsystem mit 50 Ohm, sondern das ist ein Messsystem mit 624 Ohm, warum auch immer ich die da gewählt habe an der Stelle. Das war gerade in dem Beispiel für einen Delta-Sigma-Wandler gerade die Eingangsimpedanz. So, also 624 Ohm. Wir sehen hier oben ein deutlich verrauschtes Signal. Wir haben da eine sehr große Rauschspannung da drauf und da kann man kaum noch was erkennen. Während man, wenn man hier in der Frequenz runtergeht auf Mess 1 Kilohertz, natürlich über mehrere Punkte von dem linken Bild im Prinzip mittelt und damit die Rauschspannung, weil die sich eben rausmittelt, deutlich kleiner wird. Man kann den Sinus schon sehr, sehr gut erkennen, den konnte man links auch erkennen, aber da war nichts zu messen. Man kann jetzt eben auch hier die Amplitude zu 1 Volt schon mal so eine Mikrovolt so einigermaßen abschätzen. Man erkennt den Sinus sehr gut und die Nulldurchgänge auch. Wenn wir jetzt also die Messfrequenz jetzt noch weiter senken, hier auf 100 Hertz Bandbreite, dann sehen wir den Sinus schon sehr, sehr klar. Wir sehen aber auch, dass der Sinus zackig wird, also er wird einfach nur an ein paar Stellen abgetastet. An dieser Stelle habe ich nicht die sonst übliche Sinus X durch X Filterung genommen, um die Werte wieder dazwischen zu darzustellen, sondern ich habe hier einfach nur eine lineare Interpolation gemacht. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt eine Messfrequenz von 10 Hertz, naja, wenn wir oder eine Bandbreite von 10 Hertz, und wenn wir das machen, dann verschwindet natürlich der Sinus da drin, weil der Sinus, die Sinusperiode sich selber mit weg mittelt. So, das sollte man natürlich nicht machen. Sie sehen, so eine Messung hier mit 100 Hertz Bandbreite auf der linken Seite oder oben mit einem Kilohertz wäre hier wahrscheinlich eine sinnvolle Wahl. So, was kann man weiter zum Rauschen sagen? Wir haben noch weitere Quellen des Rauschens als nur vielleicht thermisches Rauschen, über das wir hier gesprochen haben, ganz eingangs. Man hat es ja gesehen, man hat den Widerstand einfach nur warm gemacht. Ich sage mal Ursachen des Rauschens. Und zwar hat man da einmal thermische Ursachen, thermische Bewegung der Ladungsträger. So, dann hat man einfach das Rauschen aus der diskreten Natur der Materie. Was heißt das jetzt? Stellen Sie sich einen Kieslaster vor, der abgeladen wird. So, was passiert? Es gibt immer ein Klackgeräusch, wenn Kieselstein auf Kieselstein trifft oder wenn Kieselstein auf Fußboden trifft, und das ist diskret. Also wenn die aufeinandertreffen, dann gibt es eben dieses Geräusch. Das ist auch breitbandig, weil das ja nur ein Impuls ist. So, und wenn die nicht aufeinandertreffen, dann gibt es auch kein Geräusch. Das Ganze kann man jetzt auch nennen das Schrotrauschen oder auf Englisch noch martialischer das Shot Noise, weil das nämlich aus den Schüssen, aus dem Klacken oder aus dem Prasseln des Schrotes herrührt. Das Ganze ist bei Sand etwas anders. Also Sand, wenn der Sandlaster entladen wird, dann klingt der etwas anders als ein Kieslaster. Das Ganze kann man beobachten an den Wassertropfen, die am Wasserfall aneinander klatschen oder auf den Boden klatschen. Und das Ganze kann man auch beobachten in Halbleitern, weil nämlich in Halbleitern der Stromfluss dann zustande kommt, wenn das Elektron auf die andere Seite des PN-Übergangs gekommen ist und es eben nicht dann stattfindet, wenn es noch auf der einen Seite oder so ist.
Während das, wenn das in den Leitern, da wo alles voll ist mit beweglichen Ladungsträgern, eben so zustande kommt, dass da immer irgendwelche Felder, irgendwelche Elektronen oder sowas weiter schubsen. Das tritt also in Halbleitern auf, in zum Beispiel Dioden oder Transistoren. So, da muss man das noch besonders betrachten. Dann haben wir das sogenannte kosmische Rauschen. Das kommt eigentlich aus dem Big Bang, also aus der Entstehung des Universums, und es ist im Prinzip dieses Hintergrundrauschen mit einer relativ kleinen Rauschtemperatur. Das taucht natürlich auf, wenn Sie Satellitenempfang oder sowas machen wollen oder wenn Sie im interstellaren Raum unterwegs sind, für uns hier, also auch für die normalen Bedingungen hier, für irgendwelche Radioempfang oder so auf der Erde spielt das irgendwie kaum eine Rolle. Dann haben wir noch das 1 durch F Rauschen. Beim 1 durch F Rauschen beschreibt man Rauschen. Wird nach Frequenzverhalten beschrieben. So, da hat man nicht unbedingt jeden physikalischen Parameter wirklich verstehen wollen oder verstehen können. Und dann beschreibt man es eben danach, wie man es sieht oder wie man es empfindet. Und dann hat man noch das sogenannte Man-Made Noise. Das ist so das Hintergrundgemurmel, das wir alle selber erzeugen, entweder in Vorlesungen akustisch oder eben beispielsweise der Nachbar, der die Bohrmaschine oder Kreissäge bedient, oder das Auto, das einen Zündfunken hat und an uns vorbeifährt und so. Und das macht natürlich auch irgendwie Störungen. Diese Störungen könnte man natürlich alle ausrechnen, erfassen, detailliert aufschreiben und so weiter. Aber das ist ja aufwendig, und dann fasst man das einfach zusammen, alle menschengemachten Störungen, in das Man-Made Noise.